Feind. Yo, da sind wir wieder. Wir fahren jetzt nach Leipzig am Samstag, den 22. Ja. 22. August 2015. Und da wir von der Scheiße aus Zürich letzte Woche nichts gelernt haben, machen wir dieselbe Kacke einfach nochmal. Ich habe einen Schlafplatz gefunden. Ich nenne es Hauptbahnhof. Wir haben jetzt kurz nach 9 und sind auch schon eine Stunde unterwegs, weil wir von Remscheid nach Hagen kommen und hier uns der Jan mitgenommen hat. Wir streiten uns, verteilen uns, alles weil wir Freunde sind. Mit dabei habe ich noch meine gute Begleiterin, die mich immer wieder verprügelt, die Jeanette. An Tagen wie diesen. So, und dann haben wir noch Nina. Yay! Ja, dann schauen wir mal, ob wir pünktlich ankommen und ob alles klappt. Und dann weihen wir bei Jan auf sein erstes Konzert ein, soweit ich weiß, ne? Ja, das ist richtig. Hey, hey, hey. Wir nehmen auseinander. Viel trinken ist wichtig. Leipzig, da sind wir. Hat auch nur 5 Stunden gedauert, bis wir da waren. Ist schon mal auf jeden Fall 3 Stunden schneller als letzte Woche. Hätte Jan nicht irgendwie 2 Mal aufs Klo gemusst zwischendurch. Jan, wir haben jetzt 2 Stunden Vereinlass ungefähr, ne? Oder 1,5. Ja, ich hoffe nur noch eine. Da sind schon ein paar Leute da. Die Sache ist, als ich letzte Woche eine Stunde vorher da war, oder ich sag mal beim Einlass, da waren da vielleicht 10 Leute oder so. Hi. Na gut, wir stehen hier schon eine ganze Weile. Da sind schon ein paar Leute mehr geworden. Ja. Ich mach mal Lage. Es ist scheißen riesig. Es ist scheißen heiß. Es ist scheißen heiß und es ist scheißen voll. Und wir haben überhaupt keine Chance gehabt, in die erste Welle reinzukommen. Gut, Sieg schon, aber wir waren kurz dahinter, aber uns haben sie nicht mehr reingelassen. Und es war alles ein bisschen kacke. Und auch die zweite Welle ist so voll, dass du da überhaupt nicht mehr stehen kannst. Wie wir das Konzert verbringen, wissen wir noch nicht, aber wir suchen jetzt erstmal was zu essen. Essen! 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 Da hat hier jemand was dran gewichst. Übrigens, 4 Euro. Wisst ihr noch, was die kleine Portion von letzter Woche gekostet hat? Nur 6 Euro. Yeah.
Ja, wir sind jetzt durch in Hagen, wo uns Jan rausgeschmissen hat. Wir müssen jetzt noch weiter nach Remscheid. Wir haben jedenfalls die Schnauze voll und hier unten verlinke ich noch den Toten Hosenlog aus Zürich und da unten rechts was irgendwas anderes. Schreibt mir doch einen netten Kommentar, wie ihr es fandet und wir sehen uns. Wer ist Putzki? Wer ist Putzki?